Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe von meinem Timing hier verpasst. In der letzten Folge haben wir diese Wim-Fabrik hier betreten, weil uns irgendeine Mission hingeführt hat. Und da ist noch irgendwo ein super bunter, aber den ignorieren wir erstmal. Wohl, nee. Seit wann ignorieren wir denn ihr Gegner? Du? Weil ja, hier sind irgendwie 3, 4 Kriegsfürsten bis jetzt rumgelaufen. Die haben uns alle fertig gemacht bisher. Und das scheint auch nicht weniger zu werden. Was soll's, wir müssen für die mal irgendwie, ja, was die mal angeht, irgendeine Mission machen. Hi. Puff. Schmerz, ja, doch der Schmerz. Puff, 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 das dauert so lange, ne? Komm, da ist er, hau ihn kaputt. Eine gute Idee, den Hammer zu geben. Eine sehr gute Idee, den Hammer zu geben. Sehr gut. Bro, puff. Ah. High five. Boah, noch einer, ehrlich? Ich wünsche, ich kann meine Waffen noch aufballern. So, noch weiter. So wie in Skyrim. So wie in Skyrim. Da konnte man sich ja selber. Weiß ich nicht. Bitte sag mal, du bist ein Legendär. Selbst wenn man einen Schwien voll hochgeballert hat, konnte man sich immer noch. Also wenn man einen Schwien voll hochgeballert hat und dann seine Waffen so hoch wie möglich geballert hat, dann konnte man sich noch Tränke machen, die einen die Schwien vorübergehend erhöhen. So hat das, dass die Schwienfähigkeit noch mal erhöht worden ist. Und dann konnte man die Waffen noch mal höher ballern. Das war vollkommen krank. Und dann konnte man die Sachen noch verzaubern. Wird die noch stärker werden. Aber vollkommen übertrieben. Dann gibt es hier sowas nicht. Ja, okay, dafür gibt es die Perks, ne? Aber die bringen nur was, wenn man sich auf einen bestimmten Dingens hier. Ja, ich weiß, ich lese das hier nicht. Ich will einfach nur raus. Der Ort geht mir auf Nerven. Serviette. Ja. Wenn ich jetzt hier diesen einen, weiß ich nicht, Revolver hält oder so, gibt es glaube ich als Fähigkeit, wenn ich das zum Beispiel nehme. Im Quarz. Okay. Dann könnte ich mit Pistolen mehr Schaden machen, aber dann sollte ich auch am besten Pistolen nutzen, obwohl für einen Erlöser, ne? Der Erlöser macht eigentlich schon. Oh, geil. Der Erlöser macht eigentlich schon das ganze Spiel lang über sehr viel Schaden, habe ich das Gefühl, und war schon immer gut. Vor allem, weil der so geile, weil der so wenig VHTS-Punkte noch kostet. Ich kann damit 20.000 Schüsse auf einmal abgeben. Also ja, hätte ich vielleicht mal überlegen, hier so weit aufzuleveln. Zur Not könnte ich ja einfach aufleveln hier auf Screen. Ich weiß, habe ich gut leveln kann. Ich mal einfach diese eine Mission hier, die Rekrutierungsmission für die Bruderschaft. Wo ich mal so einen Typen hier begleiten muss. Und ob der überlebt oder nicht, ich krieg irgendwann mit 500 Erfahrungspunkte. Und wenn sich Inselbegabung aktiviert, kriege ich sogar 2500 Erfahrungspunkte. Also ja. Ja, kein Problem. Ich bekomme ja nur. Bekommen wir nur Gesundheit pro Level ab, so 5 oder so. Auch den fertig sehr gut. Sollte ich vielleicht mal machen hier auf Screen. Da muss ich, dann will ich für, boah, geil. Dann müssten meine Chancen ein bisschen besser stehen hier. Ja, noch Level 200 oder so erreichen, ne? Je nachdem, wie weit es noch geht. Maximum Level ist so hoch, wie man Punkte investieren kann. Also ich kann so lange aufleveln, bis ich keine Punkte mehr, bis ich keine Perks verkaufen kann. So wie ich das mitbekommen habe, jedenfalls. Könnte ich irgendwie so Sachen aufleveln hier, so wie Revolver hält oder so, was irgendwie 20% mehr Schaden macht. Oder
Oder irgendwie gibt es auch was, womit schallgedämpfte Waffen auch noch mehr Schaden machen. Da muss ich, glaube ich, Sandman holen. Diese eine Fähigkeit, wo man Leute im Schlaf töten kann. Und ja. Kann ich meinen Erlöser noch stärker machen, welcher schon von Anfang an eigentlich mal stark genug war. Er ist irgendwie wie Kakashi aus Naruto. Er hat am Anfang alles fertig gemacht und tut sogar noch am Ende der Serie alle fertig machen. Ja, wie gesagt, stark die Gegner sind, der ist auch immer noch voll auf dem Laufenden. Und genauso ist die Pistole auch. Ich sollte die Pistole irgendwie Kakashi nennen. Das wäre mal eine Idee. Ich sollte die Kakashi umbenennen. So, wie komme ich jetzt nochmal dahin? Irgendwo hier aber so eine Tür. Da. Ja, muss ich da auch hacken auch noch. Ja. Looms, Races. Bin durch. Deswegen will ich auch die ganzen Fähigkeiten von den Gefährten hier so schnell wie möglich haben. Das sind zwar auch nur kleine Sachen, aber es sind auch permanente Sachen. Egal wie schwach die auch sind, das sind Fähigkeiten für mich, die immer bestehen. Die will ich verdammt nochmal auch haben. Alter, ich glitsche voll raus. Nach oben. Ja. Nach oben. Stock. Aber komm hier hin. Oh ne, sag mir nicht, hier kommt Meyerlock oder irgendwie so ein Dreck. Wird. Okay. Wenn ich Bruder sofort ein Grab erkannt hat, aber okay. Es ist nun mal geschehen. Tut es weh. Ja, es ist, als würde alles, was man ist, herausgerissen und durch etwas jemand anders ersetzt. Ich bin bereit. Ich wünschte nur, ich könnte allen Lebewesen. Jetzt kann schon wieder eine Entscheidung treffen. Niemand darf davon erfahren. Hier geht es nicht nur darum, wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Schmeichanlagen, die die Sünds brauchen, die hier ankommen. Es ist vernünftig, sie als Lebewesen zu akzeptieren. Sie sind nicht besser oder schlechter als Menschen. Du wirst Teil der Brücke zwischen unseren zwei Welten sein. Aber das alles ist verloren, wenn jemand bemerkt, dass es künstlich geschaffen wurde und du ein Sünd bist. Musste sie sterben? Die Frau, die ich ersetze? Gott, sie ist so wunderschön, wie sie dort liegt. Bitte nicht. Ihr Blut klebt an meinen Händen, nicht deinen. Okay. Neuer Scan-Vorgang. Benutzer so. Ist für den medizinischen Sicherheitsbereich nicht zugelassen. Über Gesellschaft würde ich mich freuen. Ist lange her. Wer oder was bist du? Meine Spezifizierungsdateien führen mich als Computersimulation. Als künstliche Intelligenz. Meine Versionsnummer lautet KI 1.1. Ich habe auch eine künstliche Intelligenz. Ich habe schon darüber nachgedacht, sie KI. Es auf KI zu reduzieren. Weise Wort von einem Kollegen von mir. Wer ist denn für diesen Raum zugelassen? Meine biometrischen Scanner wurden auf einen sogenannten Synth-Prototyp kalibriert. Nick oder was? Bring Nick, was? Okay, ja, super, jetzt muss ich mit Nick auch noch hier zurückkommen. Leck mich. Bis dahin möchte ich mit dir mal hier. Aufgepasst. Verdammt nochmal. Gut gesinnt sein. Aufgepasst. Schieß los. Paladin Dance? Kann ich helfen? Boah, warum liebst du mich nicht? Das ist... Ah, okay. Der macht es mir echt kompliziert. Vor allem, ich bekomme die ganze Zeit irgendwie Bonus bei dem. Wenn ich in eine Power-Rüstung einsteige, wenn ich irgendwie an Sachen rumbastel, irgendwo, da steht dauernd irgendwie Paladin Dance, gefällt das oder so. Ich verstehe nicht, warum ich mit dem immer noch nicht voll dicke bin. So, jetzt mal auffällig. Gut. Bring den Regulator zur Schwester Mai. Aber erstmal machen wir die ganzen restlichen Rüstungen und so, die ich glaube ich noch finden muss. Auch wenn wir nichts bringen. Und da muss ich mit Nick auch noch hier vorbeikommen. Ich sollte mal vielleicht mit Nick zu Dima gehen.
Die sind ja irgendwie Brüder oder so, ne? Oder wie war das jetzt nochmal? Ne, die waren Brüder, oder? Hat man gehört. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, die Insel. Ja, da war in diesem Minecraft-Part, da war ich schon wieder voll neben der Spur. So, wir müssen noch diese anderen Marine-Klamotten holen, die sehr viel schwächer sind als die Sachen, die wir jetzt haben. Und eigentlich kann ja gar nicht mehr so viel kommen, ne? Wir haben ja schon fast alles hier erkundet. Ich sag's, glaube ich, in jedem Part, ne? So. Erstmal flüchten. Da ist ein Funkturm. Habe ich den schon? Ja. Zerstörter Funkturm. Hi. Boah. Was das? Nur geh weg. Ich habe keinen Bock gegen euch Kriegsfürste zu kämpfen. Ihr verdammten Kriegswürstchen. So. Jetzt hier weg. So, holen wir uns das Ding noch. Wim! You get Wim. You've got Wim. Frag mich, wie so eine Nuka Cola oder so ein Wim schmeckt. Also ein Sarsaparilla. Will ich ja nicht hier vorkommen. Warum kommt die RNK hier nicht vor? Oder die Enklave? Oder die Enklave, die wäre richtig episch. Die haben ehrlich gesagt Fallout 3 verdammt interessant gemacht. Warum kam die nicht mehr hier in dem Spiel vor? Ich meine, ja. Hallo? Irgendwie so eine US-amerikanische Einheit war das. Private Armee des Präsidenten, irgendwie so, glaube ich. Aber ich habe die immer als eine böse Bruderschaft angesehen, weil die auch Power-Rüstungen hatten. Machen wir uns schnell Teil. So, und tschüss. So, wenn ich jetzt. Ich habe zwar noch einen Strahlenanzug an, dabei, aber ich habe jetzt keinen Bock, dann wieder zwischen denen und dann die anderen Klamotten zu wechseln. So. Da gehen wir zu Fuß hin. Hat ja nicht so lange. Ja. Ja, überhaupt nicht. Da war eigentlich schon fast alles erkundet. Kann eigentlich nicht mehr so viel kommen. Missionsmäßig. Das heißt, bald geht's wieder zurück. Also vor Part 300. War auf jeden Fall wieder im Ödland. Sag ich jetzt schon mal voraus. Oh Gott. Schon wieder aufgefüllt, geil. Ja, komm. Oh Gott. What is this? It's cock. Da bist du? Boah. Gehe er weg. Au. Wo bist du denn? Schlinger. Oh, oh, oh. Au. Junge. Hältst du nicht viel aus und machst du viel Schaden. Ja, er kann doch bestimmt nicht schwimmen, oder? Riechen da. Natürlich können die schwimmen, oder? Nö. Was? Ja, sie schwingen auch nicht Anglerfische. So, und da ist sogar noch ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Habe ich jetzt so viele Sachen? Ach, dann mache ich auch noch. Er ist stärker als was ich jetzt habe. Habe ich denn linke Beinchen der Apokalypse 23 14 23 24 es hat keinen Effekt
Und das ist eigentlich der, den ich jetzt habe, nur schwächer. Warum steht der Angriff und so? Ja, aber keine Effekte. Da, da ist noch ein Ort, den man nicht kennen. Aber der ist auch da einverzeichnet. Ja, können wir übergehen. So, jetzt habe ich eine Wahl, ob ich entweder den Leuten von Fahava oder von Dingens hier, die mal erkläre, was es damit auf sich hat. Was bringt mir das jetzt? Will mich noch nicht entscheiden, Mann. Muss mal gucken. Ich habe von den Sins alles gekauft, ne? Und vom Nukleus hier, von dieser einen Lady habe ich auch alles gekauft, glaube ich. Mir fehlen noch ein paar Reckon-Armor-Klamotten. Wahrscheinlich gibt es die nicht, aber egal. Pass auf dich auf da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. Für den Beichtvater muss ich wahrscheinlich auch noch irgendwas machen. Weil der hat mir irgendwie noch gar nichts gegeben, hier außer diese eine zu töten. Das kam mir jetzt nicht so nach einer Hauptmission vor. Kennt man ja irgendwie in den Bildern hier. Von den Quests. Sau. Bin voll verstrahlt. Ich gehe voll ab. Wie geht's euch? Mhm. So. Kann ich wahrscheinlich irgendwie eine Story-Mission oder so machen, ne? Schwester Mai? Hi. Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pump... Ich habe endlich den Regulator aus der Wim Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich denke, yeah. Wenn du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen. Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Natürlich. Kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Ich krieg nochmal eine neue Waffe. Radikalbekehrung. Das ist auch nicht schlecht. Panzerbrechend und so. Bau den Regulator ein. Upf. Na gut. Kann ja nur gut gehen, ne? Wahrscheinlich mache ich das Ding gleich an. Dann kippe ich einfach nur um. Warte, warum? Unten. So. Lass mich raten, ich kann jetzt irgendwie bestimmt entscheiden. Ja, auch ein Knall, ne? Ich soll echt da unter? Autsch. Ja, scheint ungefährlich zu sein. Ja, ich wusste es. Siehst, wo der Pumpenregulator angemacht werden muss, so dass verstrahlte Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, so dass die Strahlung herausgefiltert wird. Das würde denen, glaube ich, nicht gefallen. Ne? Machen wir mal. Montierst den Pumpenregulator ohne Probleme. Mit dem Regulator kannst du meist Überbrückungen aufhängen und deine eigene im Inneren der Maschine anbringen, sodass niemand merkt, dass sich jemand da einen Verschrecken gemacht hat. Okay, gucken wir erstmal. Ich habe eigentlich nichts davon und ich glaube auch nicht, dass irgendeine andere Gruppe hier auf Verhaber irgendwas davon hat, ob die jetzt verstrahlt sind oder nicht. Also ja, irgendwie ist das vollkommen egal, was ich hier mache, ne? Was zum? Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Muss. Ja, da. Oh, Strahlung, Waschsaal, abgeschlossen.
komm, deswegen. Das finde ich gut, muss ich nicht extra laden. Ja, komm, mach mal das. So, sollen die euch verstrahlt sein, ist mir doch eigentlich egal. Ich könnte versuchen, die von innen zu bekehren, ne? Aber spätestens nachdem irgendjemand da durchgeht und die Strahlung entfernt bekommt, müssen die doch merken, dass mit dem Ding irgendwas nicht stimmt. Autsch. Mach das. Ist mein Problem jetzt einlassen, die Maschine leitet sofort verstrahltes Wasser in das System. Sollen die ruhig verstrahlt sein? Wir haben nichts mit Religionen an Hut, ich möchte mich da nicht einmischen. Wann ich irgendwie in Kulte irgendwie so verzwickt werde, geht das nicht gut aus, habe ich das Gefühl. Natürlich aus irgendeinem Grund irgendwelche untypischen und wie nennt man das? Unmögliche Sachen verlangen. So. Geil. Gut. Ist jetzt hier irgendwie was ich machen kann? Pff, schon wieder aussehen. Ja. Was der Turm verlangt. Geil. Okay, zwei Dinger direkt abgeschlossen. Jetzt haben wir nur noch hier die Hauptstory. Aber ich muss dann wahrscheinlich irgendwann mit dem Beichtvater machen oder so, ne? Keine Ahnung. Gut. Ich sagen, ich beende aber den Part hier. Wir haben eine kleine Dusche. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Duschst du mit mir? Komm, du das. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.